Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt's Pellkartoffeln, aber nicht im Ganzen, sondern wie ein Salat. Und dazu kommt den Hering in so einer Siltersoße. Und so sieht mein Mittagessen-Teller aus. Wenn ihr natürlich noch eingekochte rote Beete von meinen Rezepten habt, könnt ihr auch noch dazu servieren. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Erstmal habe ich Kartoffeln kochen gestellt und in dieser Zeit werden wir unseren Hering vorbereiten. Ich habe den Hering genommen, ganz normale, auf nordische Art, und er hat ein bisschen noch Öl drin. Kann man aber unterschiedliche Arten nehmen. Ich mache das auf so eine Stücke und gebe in eine so eine Form oder Schale rein, dass es dann schon mundgerecht ist. Den Hering kann man vorbereiten mit Öl, aber ich möchte heute einfach mit so einer Siltersoße machen. Und das kann man auch selber gut vorbereiten, wenn man einfach Mayonnaise mit dem Gurkensud verrührt. Dafür habe ich mir hier zwei Esslöffel Mayonnaise genommen und gebe etwas von dem Gurkensud. Gut verrühren. Können wir auch gleich Kräuter dazu geben und anwürzen. Ich habe hier ein bisschen Frühlingszwiebel. Kann man auch Schnittlauch jetzt nehmen. Und wir lieben gerne Dill bei dem Fisch. Deswegen gebe ich auch noch ein bisschen gefrorenen Dill. Gleich etwas Pfeffer. Salz nach eurer eigenen Geschmack. Wenn es notwendig ist, gebt ihr noch Salz. Und das gebe ich alles über den Fisch. Und lasse ihn erstmal einfach so ziehen, bis dass ich an den Tisch bringe. So, einfach an die Seite stehen und ziehen lassen. Und werden wir jetzt erstmal unsere Kartoffel vorbereiten. Ich mache sowas wie einen Kartoffelsalat, kann man aber auch einfach Pellkartoffel dazu geben, dann ist das noch einfacher. Aber wenn ich schon das schält und vorschneide, dann ist das am Tisch auch viel bequemer. So, Kartoffel ist jetzt fertig gekocht und dann können wir unseren Kartoffelsalat fertig machen. Ich habe jetzt in Salatschüssel gefrorenen Dill eingegeben und gebe noch ein bisschen von dem Schnittlauch auch was. Und geben wir das auch in den Salatschüssel. Dazu noch Öl. Ja, für diese Menge nehme ich ungefähr so 3 Esslöffel Öl. Öl nach eurem Geschmack, ob ihr das Olivenöl nehmt oder Rapsöl nehmt. So. Dann etwas Sud von den Gurken. Etwas gut verrühren. Mache erstmal nicht zu viel, weil wir können immer noch dazu geben. Und gebe noch eine rote Zwiebel dazu. Schneide ihn aber richtig schön klein. Rote Zwiebel mache ich auch nicht mit dem heißen Wasser. Erstmal, dass er verliert dann die Farbe. Zweitens, er hat auch sowieso ein bisschen süßlicher Geschmack. Und mit dem Heringssalat muss man ihn nicht unbedingt heiß abspülen, weil Zwiebel und Hering auch schmeckt sehr gut zusammen. Und dann ein bisschen Pfeffer natürlich. Können wir auch gleich Salz reinmachen, so kräftig es würzen, weil danach kommt auch Kartoffel hier rein. Und jetzt schneiden wir noch ein paar Gurken. Wenn ihr ganzen habt, dann könnt ihr ruhig so 3-4 Stück reinmachen. So, ich nehme so viel. Das sind meine selbst angelegte Gurken. Schmecken die sehr lecker. Habe ich die ein bisschen scharf gemacht. Schneiden wir und machen wir gleich alles in den Salatschüssel. So, und
das letzte jetzt noch unsere Kartoffeln schälen und reinschneiden. Dann kann man schon an den Tisch reichen. Ich serviere es getrennt, aber kann man auch dann auf den Kartoffelsalat einfach oben drauf den Hering drauf machen und so servieren. Aber das ist jedem selber überlassen, wie es gerne möchte. So, die Kartoffel ist noch warm. Sehr schön. So, Kartoffel haben wir jetzt auch geschnitten und wir mögen diesen Salat warm haben. Den Kartoffel ist es noch relativ heiß. Einfach alles gut umrühren. Und wie gesagt, es könnte mal jetzt oben drauf einfach den Hering verteilen und so genießen. Beide Varianten gehen, ob das jetzt so lassen oder den Hering oben drauf machen. So, wir probieren jetzt, wie es nach Gewürze. Ich würde gar nichts mehr reinmachen, außer nur ein bisschen noch Gurkensud und das war's. Unsere Marinade war gut gewürzt, es reicht. So, und jetzt können wir schon auch gleich servieren, weil das werde ich jetzt gleich an den Tisch bringen und dann sieht es dann so aus. Kartoffelsalat und daneben Hering. Und wenn ihr nach meinen Rezepten den roten Beete ankocht, dann könnt ihr auch noch dazu rote Beete dazu geben. Schmeckt sehr lecker. Das ist jetzt ein Gläschen, wo ich nur geriebene rote Beete eingekocht. Sehr, sehr lecker. So, meine Lieben. Unser Mittagessen heute ist so schnell fertig und schmeckt sehr lecker und macht satt. Schaut, wie toll sieht das aus. Und bis das noch Kartoffel noch so lauwarm ist, muss man auch servieren. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen, aber ich denke mir bestimmt viele auch so auch machen. Aber trotzdem würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare. Über Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!